Welches ist der krasseste Sportwagen? Ich brauche unbedingt einen Sportwagen, der schneller ist als der von Jack. Hier, da habe ich genau das Richtige für dich. Ein mattschwarzer Lamborghini. Sieht sehr gut aus. Hier, ich habe das ganze Geld dabei. So viel Bargeld? Ja, schon in Ordnung. Das geht klar. Ich sorge dafür. Okay. Dann her mit der Kohle, sonst gibt es kein Lambo. Kannst die Karre gleich mitnehmen. Oh yeah. Da wird sich der Jack aber umgucken. Da gratuliere ich dir zu deinem neuen Supersportwagen. So, erstmal voll tanken. Ich nehme an, Super Plus ist nur das Beste für mein Schätzchen. So, gleich müsste es eigentlich fertig sein. Ja, schon fertig. Mit diesem Prachtstück kann ich jedes Rennen gewinnen. Hey, da wird der Jack aber Augen machen. Ah, ups, geht in eine Menge rein, ganz schön teuer. Was machst du, das neue schöne Auto? Oh Mist, gleich einen Kratzer reingefahren. Naja, war nur die Bretterbude von dem Autoverkäufer, das macht nichts. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Aus irgendeinem Grund habe ich Lust auf Bier. Ich weiß auch nicht warum. Ich nehme hier einfach mal ein Bier, da wird schon keiner was dagegen haben. Ich bin ja immerhin Polizist. Hey, was machst du denn da hinten? Entschuldigung, ich habe mir nur mal ein Bier genommen. Hier hast du einen Euro. Danke, Mann. Hey, Sascha, habe ich irgendwas verpasst? Da guckst du was? Das ist einfach mein neues Auto. Was? Das ist quasi mein neuer Geschäftswagen. Komisch. Wie kannst du dir das leisten, Mann? Du weißt doch, wir kriegen kaum Kohle. Der Jack ist ziemlich knauserig. Das kann euch egal sein, man muss es einfach richtig machen. Nehmt euch ein Beispiel. Oh oh. Oh oh, da ist mir was Dummes passiert, glaube ich. Ich glaube, da ist mir was Dummes passiert. Simon, dafür zahlst du für den Rest deines Lebens ab. Hey Sascha, warum fährst du mir voll drauf? Boah, aua! Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich bin eingeklemmt, ich bin eingeklemmt. Fahre fällst von mir runter. Lass mal die Kehrmaschine zurück, Mann, Simon. Mach den Platz frei. Sven, ich fahr zurück. Au, au. Hey Ösi, geh mal weg von der Straße. Simon fährt weiter. Ah, Simon, bist du total von Sinnen, Mann? Oh nein, Entschuldigung, ich war doch so verwirrt. Ich fahr schon zurück, ich war doch so verwirrt von dem Unfall eben. Ein schönes Getränk, meine Cola.